Heute, liebe Freunde des guten Geschmacks, geht es um den Big Ben Cocktail, einen Cocktail mit Gin. Der Big Ben Cocktail ist benannt nach Londons berühmtesten Wahrzeichen. Wie man diesen Big Ben Cocktail zubereitet und was du dafür benötigst, das erfährst du jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Better Choices. Ich bin der Reinhold und freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und falls du neu auf diesem Kanal bist, dann abonnier diesen Kanal und drück die Glocke, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Denn es geht um Cocktails, deren Zubereitung und Geschichten und alles, was dazugehört. Diesen Cocktail hat sich übrigens FB in den YouTube-Kommentaren gewünscht. Und ich gehe, wie immer, sehr gerne auf Zuschauerwünsche ein. Über den Big Ben, Londons berühmtestes Wahrzeichen, gibt es im Übrigen 7 interessante Fakten. Doch bevor ich euch diese 7 interessanten Fakten über Londons Big Ben erzähle, werde ich ihn einfach für euch zubereiten. Für den Big Ben Cocktail benötigst du zuerst mal ein Longdrinkglas. Anschließend geben wir 4 Zl frisch gepressten Orangensaft in den Shaker. Habe ich schon mal vorbereitet, ist nämlich viel einfacher. Dazu kommen 2 Zl frisch gepresster Zitronensaft. Ich schneide hier nur das Ende weg. Vorher ist mir nämlich ein kleiner Fauxpas passiert, deswegen habe ich noch eine halbe übrig. Aber du weißt ja ganz bestimmt, wenn wir eine Zitrone oder eine andere Zitrusfrucht verwenden, vorm Aufschneiden immer eine kleine Massage verabreichen. Somit platzen die Fruchtkammern besser auf und man kann den Saft einfach besser lösen. 2 Zl. Dazu 1 Zl Grenadinesirup, selbstgemachter Grenadinesirup. Ich halte nämlich mittlerweile nicht mehr so viel von dem gekauften, weil wenn du dir die Verpackung, die Rückseite des Etiketts anschaust, wirst du bemerken, dass nicht mehr als 2-3% richtige Granatäpfel drin sind und der Rest besteht aus Farbstoffen, Zusatzstoffen, Aromastoffen und irgendwelche E's, die ich sowieso nicht aussprechen kann. Ja, deswegen bleibe ich ganz gern einfach beim Natürlichen. Und zu guter Letzt 5 Zl London Dry Gin. Ich verwende halt gerne einen London Dry Gin. Falls du aber lieber einen anderen Gin dafür verwenden möchtest, weil du ihn gerade zu Hause stehen hast oder mit den verschiedensten Aromen herum experimentieren möchtest, lass dich davon nicht abhalten. So, 5 Zl davon. Wir shaken das Ganze auf Eis. Und füllen in der Zwischenzeit auch das Longdrinkglas mit Eis. Das Ganze seihen wir mit dem Hawthorn Strainer in das Longdrinkglas ab. Und füllen das Ganze mit Bitterlemon auf. Welches Bitterlemon du auch verwenden möchtest, überlasse ich natürlich dir. Und ich muss zugeben, ich war heute in 3 Geschäften und habe nichts anderes bekommen als das Thomas Henry. Nicht, dass es schlecht wäre, aber es hat halt leider nichts anderes gegeben. Weil eigentlich bevorzuge ich das kleine Bitterlemon aus der Glasflasche. Mir schmeckt es einfach besser. So, das haben wir jetzt mit Bitterlemon aufgefüllt. Rühren das Ganze kurz mit dem Strohhalm um. Und ich dekoriere das mit einer dehydrierten
Zitrone, das passt hervorragend dazu. Das könnte ich einfach auf den Rand legen und das werde ich, glaube ich, auch machen. Ich werde es einfach oben drauf legen. So, ist für die Optik ganz schön. Und jetzt verkosten wir das Ganze. Im Übrigen, wenn dir das Video bisher gefallen hat, dann gib dem Video einen Like und teile das gerne mit deinen Freunden. Mmh, wow. Sehr erfrischend, muss ich sagen. Gar nicht so bitter wie erwartet. Die Grenadine schmeckt einen Hauch. Der Orangensaft, die leichte Säure ist sehr angenehm, aber überragt nicht. Und wenn man zum Glas hingeht, mit der Nase steigt einem die Kohlensäure in die Nase und man riecht das Bitterlemon. Und bevor ich dir die 7 interessantesten Fakten über den Big Ben erzähle, noch etwas Werbung in eigener Sache. Lieber Freund oder liebe Freundin des guten Geschmacks, ab sofort findest du cocktailbezogene Shirts und Cappies und mehr im neuen Better Choices Shop. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Schau mal rein und lass mir gerne ein Feedback da. Und nach getaner Arbeit und einem guten Drink in der Hand folgen nun 7 interessante Fakten über Londons Big Ben. Fakt Nummer 1. Big Ben ist die Glocke und nicht der Turm. Entgegen der landläufigen Meinung ist Big Ben eigentlich der Name für die große Glocke am Turm und nicht für den Turm selbst. Der wird zu Ehren von Königin Elisabeth II. Elizabeth Tower genannt. Fakt Nummer 2. Big Ben ist ein Weltkulturerbe. Das im Jahre 1987 wurde er von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Dank seiner Anerkennung durch die UNESCO wird es aufgrund seiner kulturellen Bedeutung für London und das gesamte Vereinigte Königreich auch weiterhin erhalten bleiben. Fakt Nummer 3. Kein britischer Reisepass, kein Zutritt. Nur Inhaber eines britischen Reisepasses dürfen das Innere des Big Ben betreten. Zusätzlich zum Besitz eines britischen Reisepasses müssen die Besucher körperlich fit genug sein für den Aufstieg der 334 Stufen und älter als 11 Jahre alt sein. Fakt 4. Es ist einer der genauesten Uhren der Welt. Die Uhr selbst ist nicht nur makellos und detailgetreu, sondern auch unglaublich genau. In den fast 2 Jahrhunderten, in denen sie steht, hat sie selten eine Nachstellung benötigt. Selbst nach den Bomben des Zweiten Weltkriegs, als das Unterhaus fast völlig zerstört wurde, klingelte Big Ben einfach weiter. Fakt Nummer 5. Jedes Jahr wird es mit einem überraschenden Objekt justiert. Um den Big Ben genau zu halten, wird die Uhr jedes Jahr fein justiert, damit sie genau auf den Punkt tickt. Das ist keine große Überraschung, aber das verwendete Werkzeug ist ziemlich interessant. Ein alter englischer Penny. Läuft die Uhr schnell, wird dem Pendel ein Penny hinzugefügt. Tickt sie etwas langsamer, wird der Penny einfach wieder entfernt. Fakt Nummer 6. Big Ben ist derzeit schallgedämpft. Die Glocken des Big Ben sind ein ikonischer Londoner Klang, der in der ganzen Stadt zu hören ist und sie wurden immer nur aus gutem Grund zum Schweigen gebracht. Zum Beispiel wurde 1916 der Turm zum Schweigen gebracht, um deutsche Zeppeline abzuwehren. Im Jahr 1965, nach dem Tod von Winston Churchill und erneut im Jahr 2013, nach dem Tod von Margaret Thatcher. Gegenwärtig schweigt der Turm jedoch wegen Wartungsarbeiten und es wird erwartet, dass er nach einer 4-jährigen und 29 Millionen Pfund teuren Wartung erst 2021 wieder klingeln wird. Fakt 7 und somit letzter interessanter Fakt ist, es ist die größte vierseitige Uhr der Welt. Nicht zuletzt ist es das größte seiner Art. Der Stundenzeiger streckt sich bei 3,2 Meter.
und der Minutenzeiger bei 4,3 Meter. Jedes Ziffernblatt ist aufwendig detailliert und trägt eine lateinische Inschrift. Die Botschaft lautet, soweit ich mich erinnern kann, Domine Salvam Fac Reginam Nostram Victoriam Primam oder so. Was übersetzt auf jeden Fall so viel bedeutet wie: O Herr, beschütze unsere Königin, Victoria die Erste. Die Uhr und die Ziffernblätter wurden von Augustus Pugin entworfen, genau. Und ist nach wie vor die größte Uhr mit 4 Gesichtern auf dem Planeten. Wieder etwas schlauer und nicht mehr so durstig. Danke ich dir fürs Zusehen und wünsche dir wie immer viel Spaß beim Nachmachen und noch eine schöne Zeit. Ich freue mich. Bis aufs nächste Mal. Mach's gut. Ciao.